Astra und so. Tief durchzuatmen. Und die Skorpione rutschen schon wieder runter. Wie kann ich denn da runterbringen? Keskifo. Sollen wir tanzen? Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? Hallo, ich will dich greifen. Oder dich. Er ist in Reichweite der Bogen. Komm doch. Ups. Das ging mal so nicht. Eure Donna hat es genannt, einen echten Mann im Bett zu haben. Andiamo! Forza ragazzi! Jetzt haben wir ihn! Hm, wer ist das? Achso, die helfen mir. Nice. Danke. Da ich jetzt drei mit der versteckten Klinge eigentlich getötet habe, kann ich die anderen noch so erledigen. Obwohl, ich habe erst 4 Ziele eliminiert, obwohl das mehr war. Dann, werde ich doch noch einen so töten. Einfach nur, weil ich es kann. Hallo. Kann ich aber auch, Junge. Ne? 100%, okay. Gut, das war das. War ja noch einfach, relativ zumindest. Habt ihr keine Angst vor Wölfen? Leute? Gut, das markierte. Nö, das ist weg. Okay. Okay, das ist gut. Dann gibt es sie auch nur einmal. Dann machen wir die halt. Immer noch alle Aufträge, die wir hier haben. Die machen wir noch nicht. Das wäre irgendwo in der Zukunft. Das hatten wir unterbrochen. Lass mich gerade überlegen, Leute. Ja. Wo bin ich gerade? Ich bin da, ne? Na, na, na. Gut. Na, na. Jetzt schalten wir noch die Gebäude da frei. Wenn wir denn da... Oh ne, das ist hier oben, ne? Dann schalten wir sie nicht frei. Oder später. Also später auf jeden Fall. Der Stadtgrenzen rum. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Okay. Gib mir Missionen, Taube. Taubsi. Danke, Taubsi. Cesare hofft, dass unser Widerstand durch seine Schusslinie stolpert. Seine Scharfschützen warten und haben den Befehl, auf alle Verdächtigen zu schießen. Halten Sie sie davon ab. Die drei Ziele in weniger als 2 Minuten töten. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt machen muss, aber wie gesagt, wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es, wenn nicht, dann nicht. Hauptsache ich schaffe es normal. Ich weiß ja, wie ich das eigentlich schaffen könnte. Ist mir aber egal, ob ich es schaffe letztendlich. Jetzt habe ich mich verlaufen. Nein, nicht verlaufen, aber... Ich habe aus den Augen verloren.
hoch. Das wollte ich doch gar nicht runter. Manchmal stelle ich jetzt im Ernst. Das ist echt so doof. So doof kann doch keiner sein. Okay, haben wir auch um 100% geschafft. Ich hätte ihn auch erstechen können, aber wer will sowas schon? Das muss ja auch nicht immer sein. Nicht wahr, Leute? Immer diese Gewalt hier. Gut, dann haben wir das auch gemacht, das Attentat. Hier hatten wir nochmal Kopernikus. Da ging es mit der Story weiter. Machen wir noch die verbleibenden Türme hier in Gebiet und Kopernikus. Und hier haben wir noch... Ne, hier haben wir die Kaserne. Okay. Okay. Dann denke ich... Ist unser Ziel folgendermaßen. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht hin, aber hier hin. Kopernikus. Dahin. Auf dem Weg alles freischalten, was geht. Und dann haben wir eigentlich alles. Oder haben wir hier noch eine Mission? Oder ist das die... Ne, das ist die Rosa in Fiore. Gut, dann... Kennen wir unser Ziel. Unser Zielweg. Entbietet allen gläubigen Wallfahrern und allen Durchreisenden seine wärmsten und herzlichsten Willkommensgrüße. Okay, mach. Macht mal. Die Kamera Regionale. Die Wachen wurden angewiesen, störende Gefährte zu entfernen. Ausreden wie, ich war nur kurz beim Bäcker, werden nicht geduldet. Es wird hart zugegriffen. Also wenn ich kurz beim Bäcker war? Ich habe wichtige Nachrichten. Aufgrund des Feuers... Okay. Erzähl mal weiter. Müssen alle Laienpriester von nun an einen Eimer Wasser sowie eine Lampe mitbringen, wenn sie ihre Predigten in Heuschobern abhalten. Alles klar. Mach das. Derjenige, der das Kind von der Madonna mit Kindstatue in der Mauer oberhalb des Käsehändlers gestohlen hat, die Güte, es wieder zurückzubringen. Gott wird es euch danken. Ja, die Güte. Mhm, okay. Jemand wird euch danken. Natürlich. Aber ich glaube nicht, dass ein Dieb sowas machen würde. Ich meine, er klaut ja nicht, um es dann wieder zurückzubringen. Es sei denn, er wollte sich nur was angucken. Naja, reden wir mal nicht weiter, machen einfach weiter. Feine Unterkleider voller Raffinesse. Voller Raffinesse. Messergürtelerweiterung. Ich brauche aber keine Messer. Können wir eine andere Farbe uns nehmen? Rot fällt eigentlich total auf, oder? Weiß ist der Standard für Assassin. Nehmen wir mal weiß. Assassin weiß. Und der dann auch weiß. Okay. Bene, bene. Bis zum nächsten Mal. Ich habe uns noch ach, das geht gar nicht. Mit dem Anzug, den wir hier haben. Okay. Dann wissen wir jetzt auch Bescheid. Das heißt, der hat immer die gleiche Farbe. Was zum Teufel? Ihr seid kein Musikliebhaber. Ihr seid kein Musikliebhaber. Doch schon, aber... Das werdet ihr nicht spielen hier, Rock und Metal. Also lassen wir das mal mit eurer Musik. Die ist nichts für mich. Entschuldigung. Eigentlich habe ich nichts vor. Ich brauche ein Pferd. Komm, Ferdinand. 3000. Der Haken 5000 oder was? 3000? Ich weiß nicht mehr. Der Super- oder Wunderhaken. Oder wie war das nochmal? Wunderhaken, Superhaken? Haken? Das weiß ich gerade nicht. Also lass ich doch mal.
Okay, egal. Wo muss ich hoch? Vorne links. Hallo, Kopernikus. Aufgabe, ich weiß mal den Turm. Da kann ich natürlich nicht drüber springen. Hätte ich mir auch denken können. Hier muss ich hoch. Ist die Frage, komme ich da hoch? Anscheinend schon. Yep, wir kommen hoch. Warum kann er das nicht mehr? Das ist voll doof, dass man Fähigkeiten verliert, die man mal hatte. Hier ist ein Insekt, das mich jetzt stört im Winter, oder? Okay, nicht Winter, aber... Im Herbst will ich keine Insekten. Eigentlich will ich nie Insekten. Ich mag keine Insekten, die mir... Also keine Fliegenden. Boah, jetzt fliegt er mir vor dem Auge herum. So eine kleine Fruchtfliege oder so. Oder eine Mücke, was weiß ich. Ich bin jetzt kein Insektenkundiger. Okay. Das ist wahrscheinlich... Wie heißt es nochmal? Das Kolosseum? Gibt es das nicht auch in echt heute noch, dass man Rom besuchen kann? Wahrscheinlich schon. Ich meine, war ja damals schon alt. Ich hab mich verarscht. Wo gibt's denn... Boah. Dieses Insekt. Er hätte mir erlaubt, vor meinem Auge rumzufliegen. Ich glaube, ich geb dem gleich eine. Ich geb dir. Doofes Insekt. Na warte, wenn ich das erwische, bringe ich es um. Sorry, aber... Gehst du mir auf die Nerven, dann muss ich dich entfernen. Komm ich hier nicht hoch irgendwo? Hi. Wahrscheinlich gehöre ich nicht hier hoch, oder? Ist mir egal. Trotzdem suche ich den Weg hier hoch. Hier hoch vielleicht. Ja. Wir sind ganz weit oben. Der springt einfach komplett runter. Ist klar, der hat da oben gefegt und ist den Weg gegangen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für eine Putzkraft? Oder war das ein Dieb? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht er Dinge, die nicht normal sind für so einen Mann. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Cool, auf jeden Fall der Ausblick. 17 von 24, oh mein Gott. Das ging weit runter. Ab in den Tod, den Tod. Gut, Kopernikus Aufgabe, wahrscheinlich wieder einen Brief schnell abgeben, wie so oft. Alle Briefe sind überbracht. Als ihr fort wart, habe ich wohl die Quelle dieser Angriffe herausgefunden. Den Magister Sacri Palatii. Wer ist das? Ein Dominikaner, vom Papst ernannt, um die Reinheit der römisch-katholischen Lehre zu gewährleisten. Meine Studien haben ihn immer gestört. Und nun, da ich die Templer verärgert habe, schlägt er endgültig zu. Wo finde ich ihn? Die Kardinäle treffen sich meist unweit von hier. Folgt einem von ihnen. Der Magister begrüßt gerne jeden Einzelnen. Vielleicht hört ihr noch schlüssigere Hinweise. Alles klar. Ein Kardinal verfolgen, um den Aufenthaltsort des Mannes zu finden, der Kopernikus totplant. Den Magister Sacri Palatii. Während der Verfolgung des Kardinals niemanden töten. Okay, das können wir machen. Ich bin nicht unbedingt aufs Töten angewiesen. Auch wenn wir Assassinen sind und unsere Feinde eigentlich bezwingen dürfen. Finde ich. Ich meine, sind ja die Bösen. Meistens.